Ja, und da ist er. Darf ich vorstellen? El Pablo. Ja, heute ist es mal wieder soweit. Endlich mal wieder ein bisschen E-Trike fahren oder Minicamper fahren, wie auch immer man das Ding nun nennen will, ist ja egal. Ja, die letzte Zeit, manche haben es mitbekommen, war ein bisschen turbulent. Da bin ich nicht so dazu gekommen, hier weitere Videos zu machen. Na, es stand halt viel an in letzter Zeit, unter anderem meine eigene Hochzeit. Ja, dann hatte ich noch so ein paar Sachen zu erledigen, die weiter weg lagen, hatte also einige Fahrten mit dem Pkw zu machen. Da ging ein paar Tage drauf. Zudem hatte ich dann den Labrador-Welpen meiner Tochter noch in Obhut für 10 Tage. Und ja, dann gab es sogar noch Zuwachs in unserer Familie. Na, jetzt keinen zweibeinigen, sondern vierbeinigen Zuwachs. Und den werde ich euch heute mal vorstellen. Ja, dann schaue ich jetzt gleich mal, wo wir gleich mal anhalten. Denn, ja, den Familienzuwachs habe ich jetzt hier dabei. Das ist ein Kollege, der wird mich jetzt auch öfter begleiten. Den Eddie, den kennt ihr ja schon. Also die einen oder anderen kennen den schon, die meinen Kanal verfolgen. Naja, und dem habe ich jetzt halt einen Partner ins Haus geholt. Und ja, wie gesagt, den werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Aber dazu brauche ich mal... ja, eine geeignete Stelle, weil die ist jetzt gerade ein bisschen doof. Na los, dann fahren wir hier mal rein. Das sieht doch ganz gut aus. Muss ich nur noch mal gucken, wo ich mich hier mal an der Seite stellen kann. Ja, was ist denn das Ding so lahm hier am Berg? Bin ich so lange nicht gefahren und bin es nicht gewohnt? Oder hat das Ding keine Power heute? Naja, wollen wir mal nicht drüber nachdenken, über irgendwelche Macken. Davon hatten wir genug. Jetzt soll das Ding fahren. Fahren, fahren, fahren. So, wollen wir hier mal einparken. Elegant. Und dann mal aussteigen. Ja, und da ist er. Darf ich vorstellen? El Pablo ist das. Na gut, das L können wir weglassen. Es ist der Pablo. Ja, der Pablo, der ist zu uns gekommen. Ja, eigentlich wollten wir halt schon immer einen zweiten Hund haben. Und da war immer so die Überlegung, ach, noch einen großen Hund oder einen kleinen Hund. Da waren wir eigentlich nicht so festgelegt. Für uns war nur wichtig, ja, dass unser Eddie vielleicht auch mal einen Partner mit nach Hause kriegt, mit dem er mal im Garten ein bisschen rumtollen kann. Naja, und durch Zufall bin ich halt jetzt auf den Pablo gestoßen. Das ist ein Parson Russell Terrier, ist jetzt 10 Monate alt, ja, hat so ein bisschen seinen Dickkopf, ne? So ein bisschen Dickkopf hast du, ne, mein Freund? Komm, zeig dich ruhig mal, sei nicht so schüchtern. Ja, die Familie, bei der er bislang aufgewachsen war, die mussten ihn schweren Herzens abgeben. Es hat sich da halt wirklich aus familiären Gründen was geändert, warum sie diesen Hund abgeben mussten. Und ich habe auch gesehen und gespürt, das fiel denen nicht leicht. Nochmal einen schönen Gruß, ja, von mir aus hier jetzt und einen Gruß vom Pablo, ne? Pablo? Pablo? Ey, nicht die Störche beobachten. Naja, Terrier halt, ne? Na gut, er will jetzt gerade nicht, aber an die Kamera gewöhne ich ihn schon noch. Also der Pablo grüßt euch halt auch, ne? Seid nicht allzu traurig, Pablo ist jetzt gut aufgehoben. Und ihr, ja, werdet ihn jetzt auch regelmäßig mal in den Videos sehen, ne, Pablo? Ja, hast du jetzt genug geglotzt nach den Störchen? Ja, und das ist halt auch ein Grund, warum es die letzten Tage jetzt halt weniger Videos gab oder ja, fast keine. Denn ja, den Eddie zu Hause, den Welpen von meiner Tochter zu Hause und jetzt kam der Pablo noch dazwischen. Ja, und das hat natürlich alles so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Da braucht man mal ein bisschen Zeit für uns. Und ja, ich denke, das war auch gut so. So konnte sich der Pablo auch so ein bisschen an mich gewöhnen, indem ich mir die Zeit genommen habe. Naja, und jetzt ist der kleine Welpe ist jetzt wieder bei meiner Tochter. Und jetzt geht das los, dass der Pablo mal ein bisschen ins Training geht mit mir. Denn er ist eigentlich ein lieber Bursche. Aber wie gesagt, er hat so seinen Dickkopf und ja, so ein bisschen mit anderen Hunden.
da hat er noch seine Probleme. Also bei Eddie versucht er sich auch immer noch durchzusetzen. Hatte jetzt gestern schon die ersten Erfolge, dass sie immerhin im Garten mal ein bisschen miteinander, ja, gerannt sind, getobt sind. Und ja, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Aber wie gesagt, er braucht noch ein bisschen mal jemanden, der ihm sagt, wo es lang geht. Ja, und der Pablo, das soll jetzt so mein neuer, treuer Begleiter werden. Wenn ich mit dem Liegerad unterwegs bin oder hier mit dem E-Trike, dann möchte ich den eigentlich ganz gerne mal mitnehmen. Ja, ich weiß, mein großer Wunsch war immer, das kennt ihr auch, das wisst ihr, das habe ich schon vor langer, langer Zeit gesagt, wenn ich mit dem Fahrradwohnwagen los war oder so, ich hätte den Eddie immer so gerne mitgenommen. Aber das ist halt so ein Thema, ne? Also wenn wir da einen 40-Kilo-Hund haben, ja, Fahrradwohnwagen sehen wir immer zu, dass er möglichst leicht ist, dass wir nicht so viel ziehen müssen und so und packen uns da diese 40 Kilo noch rein. Das ist dann schon etwas hart. Und zudem kommt noch, ja, Eddie ist halt eine Showline. Also ein typischer Showline-Labby. Und er hat Energie, er kann auch, wenn er will. Aber auf Dauer, wenn jetzt zum Beispiel, ja, alleine heute, wenn es ein bisschen wärmer ist, und er soll da mal am Stück so ein bisschen länger laufen. Das ist nicht Eddie. Da verliert er ganz schnell die Lusten. Dann verzieht er sich lieber irgendwo in den Schatten. Und ja, geht am liebsten irgendwo baden oder so, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Aber dieses jetzt längere Strecken laufen oder so ist dann auch nicht seins. Weil sonst war ja auch die Idee, ihn nebenher laufen zu lassen. Aber das kann ich den Burschen auch nicht antun. Ja, und so kam es letztendlich dann auch, dass ich mich ja wieder für einen kleinen Hund entschieden habe. Und wir hatten vor Jahren, hatten wir auch schon mal einen Labrador und dazu einen Jack, das hat auch gut funktioniert. Und ja, dann dachte ich, wieso soll das jetzt nicht auch funktionieren, auch wenn er ein kleiner Sturkopf ist. Aber das gilt es halt einfach zu beheben. Ja, und um auch gleich denen den Wind aus den Segel zu nehmen, die jetzt sagen, ach, der arme Eddie, jetzt hast du ihn eingetauscht, nur weil er da ins E-Trike nicht reinpasst oder so. Totaler Blödsinn. Für den Eddie ändert sich gar nichts, außer, dass er sogar noch einen Kollegen zu Hause hat. Ansonsten, die Aktivitäten, die wir sonst mit Eddie machen oder so, das bleibt alles gleich. Es sind zwei grundsätzlich verschiedene Hunde, mit denen man halt unterschiedliche Sachen machen kann. Und so wird das jetzt auch gehandhabt. Sie müssen ja schließlich nicht alles zusammentun. Ja, und wie gesagt, das halte ich jetzt auch absolut nicht für schlimm, denn keiner kommt zu kurz, nur jeder halt auf seine Art. Wir können ja hier eben mal ins E-Trike reingucken und da könnt ihr auch sehen, dass ich was umgebaut hatte, extra für den Eddie. Und zwar habe ich hier komplett aufgeräumt. Ihr könnt euch erinnern, hier war sonst diese Kiste, wo der Akku drunter lag, der zweite Akku mit der Armlehne. Das habe ich jetzt alles raus, habe jetzt auch hier mir ein Gestell geschweißt für den Sitz. Da war vorher ja nur diese Plastikbox, um das auszuprobieren, wie das funktioniert mit dem Sitz. Und das befinde ich ja immer noch als sehr gut. Naja, auf jeden Fall habe ich mir da jetzt einfach eine Konsole geschweißt, einen Rahmen geschweißt, wo dann das Brett da drauf ist, dieser Anhängerboden, da der Sitz dann drauf. Und so habe ich Platz gewonnen, um den Zweitakku da drunter zu schieben und hatte für Eddie dann hier Platz geschaffen. Ja, aber Platz geschaffen. Eddie ist dann doch größer, als man sich das einbildet. Also er konnte hier liegen, er konnte sich auch leicht mal ein bisschen auf die Seite, aber drehen oder irgendwas ist dann auch nicht. Und ich bin mal ganz ehrlich, da bin ich nicht für, diesen Hund so einzufärchen, diesen großen Hund. Und nein, das ist nicht meins, das hat mir nicht gefallen. Und ja, ist jetzt nicht der Grund, warum wir deswegen jetzt einen Hund geholt haben, nur damit ich jemanden dabei habe. Also nein, einen zweiten Hund wollten wir letztendlich schon lange. Und jetzt wird es halt Pablo sein, der mich ja auf diese Fahrten begleitet. Ja, bis auf diesen Umbau da mit der Sitzkonsole ist hier halt jetzt nichts Großartiges passiert. Oder doch in der Zeit, doch allerdings stimmt, in der Zeit hatte ich hier noch meine Laderegler, habe ich jetzt geändert. Der für den Akku sitzt hier, der speist jetzt auch direkt immer in den Fahrakku rein. Und hier habe ich jetzt einen kleineren Victron für meine Aufbaubatterie, hier für die 12 Volt. Weil hier tut es auch der kleine, da hatte ich ja erst den größeren drin, aber das war Blödsinn. Und ja, das habe ich jetzt ein bisschen geändert. Hier muss ich mit den Kabeln noch so ein bisschen gucken, wie ich was mache. Aber so läuft die Anlage jetzt schon mal. Ja, mit dem Solar bin ich einigermaßen zufrieden, außer halt, ja, mehr Fläche wäre halt noch geiler, ne? Ihr habt es ja in dem letzten, ja, Mini-Camper-Video gesehen, hier vom Mario.
Da bin ich ja immer noch begeistert mit seiner Solarfläche, die er da drauf hat. Also ja, der holt halt richtig was. Aber durch das Dachzelt hier bin ich natürlich arg begrenzt, was Fläche angeht. Ja, da geht nicht viel mehr. Das Einzige, was ich noch überlegt habe, ob ich hinten an der Scheibe mir quer noch eine vormache. Weil so wie eben habe ich gesehen, dann fährt man halt mit der Sonne so mit. Und ja, die scheint dann in den Rücken. In dem Fall würde dann natürlich auch wieder Energie kommen. Ne? Und dieser Platz ist eh über. Ich mag das sowieso nicht, wenn man mich da drin hocken sieht, wenn man hinter mir herfährt. Irgendwie weiß ich auch nicht. Das sieht bestimmt richtig dämlich aus. Ja, und deswegen dachte ich, könnte man da doch noch eine Solarfläche anbringen. So, aber jetzt würde ich sagen, fahren wir erst wieder ein paar Meter, oder Pablo? Ist dir egal, ne? Nee, würde ich sagen, noch mal ein paar Meter fahren, weil ich hatte es im Liegerad-Video erwähnt, dass das Wasserproblem scheine ich abgestellt zu haben. Ich bin mit dem Teil jetzt letztens bei Regen, bei richtig, richtig Regen gefahren. Und es hat nichts mehr gemuckst. Alles lief, alles war gut. Leider habe ich ja die Aufnahmen verhunzt, beziehungsweise einen Teil davon aus Versehen gelöscht. So konnte ich euch das Video nicht zeigen. Aber seitdem, ja, habe ich jetzt auch noch keine Meter gemacht. Darum jetzt noch mal reinsetzen, noch mal ein paar Kilometer machen. Wenn ihr Bock habt, kommt da mit. Wenn nicht, schaltet da ab. Auch egal. Aber das werde ich jetzt mal tun. So, Pablo hat seinen Fahrersitz gefunden, ne? Sitzt du gut? Denke ich, ne? Das sieht bei dir auch schon viel gesünder aus, als wenn der riesen Eddy drinnen liegt. Ja, auch wenn ich ihn jedes Mal vermisse, muss ich sagen. Aber gut, es ist, wie es ist. Gut, dann machen wir jetzt mal ein paar Meter. Pablo sitzt schon auf seinem Fahrersitz. Nicht wahr? So, Türen schließen. Boah, wie laut. Zündung haben wir noch. Gut, und dann würde ich sagen, ja, machen wir mal ein paar Meter, ne Pablo? Machen wir ein paar Meter? Kannst du denn gut gucken? Pablo? Hey! Interessiere ich jetzt gerade gar nicht. Kannst du denn gut gucken? Ja, ne? Einigermaßen. Ja, und weil halt zuletzt jetzt wirklich alles in der Ecke rumstand, unter anderem hier das E-Trike, auch im Dauerregen stand das draußen und so, will ich jetzt einfach mal ein paar Meter fahren. Nicht, dass da auch wieder irgendwo Feuchtigkeit hingekrochen ist oder sonst was. Keine Ahnung. Jetzt nutze ich einfach mal die Zeit, die ich jetzt habe, um da jetzt mal eben, ja, was weiß ich, 10 Kilometer oder so drauf zu spulen. Weil normalerweise steht das Ding unterm Carport, aber die letzten Tage ging es nicht anders. Da stand es halt draußen und es hat geschüttet teilweise. Naja, aber das muss das Teil ja auch abkönnen. Aber so wie es halt aussieht, flitzt das Ding ganz gut. Na Pablo, ja, feiner Pablo ist es, ne? Na, hier haben wir noch eine Pfütze, dann nehmen wir die auch mal gleich noch mit. Jawohl, einmal durch. Aber wie gesagt, bei dem Fahrtest, den ich gemacht hatte, wo ich die Kamera oder wo ich die Aufnahmen da aus Versehen gelöscht hatte, da habe ich wirklich alles mitgenommen und das war richtiger Starkregen und ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwo Wasser reinkriegt. Ist ja jetzt auch mal gut mit den ganzen Aussetzern und hier wieder basteln und da machen. Jetzt steht eigentlich mal langsam an, dass ich mir das Teil mal schnappe und das Dachzelt mal ausprobiere. Denn eigentlich sollte das Teil hier kein Dauerbastelobjekt werden, um euch zu zeigen, wie viel man hier dran schrauben muss, kann oder soll. Ja, sondern letztendlich wollte ich damit raus ins Grüne. So, jetzt sind hier wieder so Steigungen, wo ich nie genau weiß, was machst du richtig. Bleibst du jetzt in der normalen Übersetzung oder schaltest du in die Untersetzung, dass sich der Motor nicht so quälen muss. Ich tendiere ja eigentlich immer für die Untersetzung, ne, so wie jetzt. Schaffen tut das Ding das. Aber hier diese Quälerei, dieses langsame Drehen vom Motor, da denke ich immer, das ist doch unnötige Quälerei. Also, ja. Aber dann denkt man wieder, Mensch, für die 10 Meter hier ist schwierig. Ach, wenn die Technik funktioniert, ist es doch ganz witzig, mit dem Teil so ein bisschen durch die Natur zu düsen.
Aber ja, die Betonung liegt auf, wenn die Technik funktioniert. Nee, aber es ist wirklich gut zu wissen oder jetzt auch zu sehen, dass weder ja, die eine Regenfahrt noch jetzt der Dauerregen, wo das Teil draußen stand, dem Ding irgendwas ja, getan hat. Alles läuft wie soll. Kurztest bestanden. Das Teil läuft. Pablo läuft auch. Na und da der Alltag ja jetzt auch wieder normal läuft, wieder die Routinen da sind, dann geht es jetzt auch wieder weiter mit den Videos. Also es wird jetzt wieder mehr kommen. Und ja, dann schauen wir mal, wann ich jetzt die nächste Übernachtung mal mache. Beziehungsweise für das Dachzelt ist es ja die erste Übernachtung. Und ja, gucken wir mal. Ich weiß es noch nicht genau. Natürlich mache ich das auch ein bisschen wetterabhängig, weil ganz ehrlich, so wie letztens bei Schwülen 30 Grad oder 31 Grad und abends dann Gewitter und so. Ja, wenn ich es mir aussuchen kann, muss ich das dann ja auch nicht haben. Dann ist es ja auch kein gemütlicher Abend, wenn man da dann im Dachzelt hockt. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt mal zeitnah machen kann. Und ja, schauen wir mal. Der Pablo wird natürlich mitkommen beim Camping. Gucken, wie er sich da schlägt. Ja, das muss ich jetzt alles ein bisschen einspielen, aber wie gesagt, es geht jetzt wieder normal weiter. Ja, dann werde ich jetzt mit dem Pablo hier noch einen schönen Spaziergang machen. Und ansonsten bleibt mir wieder nichts mehr zu sagen, außer ciao.